König Charles. Klatsche für Harry, nach Absage traf er sich lieber mit David Beckham. Harry hat Charles während seines Heimatbesuches nicht zu Gesicht bekommen. Der König sei zu beschäftigt, hieß es, oder auch konkret, er traf sich lieber mit David Beckham statt mit seinem abtrünnigen Sohn. König Charles, David Beckham statt Harry. Autsch, das muss wehtun. Prinz Harrys, 39. London-Besuch im Zuge der Invictus Games im Mai war zumindest in privater Hinsicht ein absoluter Reinfall. Denn eigentlich wäre es die ideale Möglichkeit gewesen, sich mit seinem krebskranken Vater Charles, 75, zu treffen und sich eventuell sogar auszusprechen. Doch dazu kam es nicht. Der König hatte keine Zeit für seinen abtrünnigen Sohn, er sei ziemlich beschäftigt, hieß es. Noch schmerzhafter dürfte für Harry die Tatsache gewesen sein, womit sein Vater beschäftigt war. Ausgerechnet während seines Heimatbesuches ernannte Charles William, 41, zum neuen Ehrenoberst des Army Air Corps. Eine Entscheidung, die der Exilprinz sehr persönlich genommen haben soll? Schließlich hat er selbst viel für das Militär getan. Doch damit nicht genug der schlechten Nachrichten für Harry? Charles zog es ebenfalls vor, sich mit David Beckham, 49, zu treffen. Der ehemalige Fußballprofi ist der neue Botschafter der King's Foundation. Gemeinsam mit ihm besuchte Charles Mitte Mai die Werkstätten in Highgrove, in der benachteiligte Kinder Holzbearbeitung oder auch Sticken lernen können. Nicht nur David Beckham hatte bei seiner ersten Amtshandlung als Botschafter richtig Spaß. Auch Charles schien den Tag mit dem Kicker zu genießen, lachte, wirkte unbekümmert. Dabei feierte Harry nur wenige Kilometer entfernt in der St. Paul's Kathedrale die Invictus Games. Einen Gedanken an seinen Sohn, der so nah und doch so fern war, schien Charles nicht zu verschwenden und falls doch, ließ er sich das keineswegs anmerken. Harry schlug Charles Übernachtungseinladung aus. Dass es nicht zu einem Treffen gekommen ist, könnte allerdings auch an Harry gelegen haben. Wie The Telegraph berichtet. Soll Charles seinem abtrünnigen Sohn angeboten haben, während seines London-Besuches im Palast zu übernachten. Harry soll das Angebot jedoch abgelehnt und lieber ein Hotel bevorzugt haben, heißt es. Der Grund? Sicherheitsbedenken. Der 39-Jährige steht seit seinem Rücktritt aus der königlichen Familie in England nicht mehr unter Polizeischutz. Die Übernachtung im Palast soll ihm deshalb zu unsicher gewesen sein, weshalb er sich für ein Hotel entschieden haben soll, in dem er ungesehen kommen und gehen konnte. Nachvollziehbar und dennoch wirkt es so, als hätte sich keiner der beiden ernsthaft um ein Treffen bemüht.